Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute schauen wir uns meinen Neuzugang in meiner Sammlung an. Es handelt sich hier um einen 1911er in einem aggressiven Look, der TM Night Warrior von Toki Marui. Gekauft habe ich das gute Stück bei Shopgun für 165 Euro. Pro Magazin müsst ihr mit 33 Euro rechnen. Insgesamt ein doch gutes Package, finde ich. Für die Leute, die jetzt skippen wollen, beziehungsweise sich nur für einzelne Punkte interessieren, habe ich in der Infobox eine kleine Skip-Übersicht gemacht. Vielen Dank, dass ihr trotzdem das Video schaut und viel Spaß beim Skippen. Für die Leute, die jetzt noch bei mir sind, fangen wir mit dem allgemeinen Informationen und dem Ersteindruck an. Die Waffe ist 225 mm lang, die Innenlauflänge beträgt 112 mm, die vordere Rail 65 mm, also könnt ihr da allerlei Dummies und auch meinetwegen zwei Beine dran schrauben. Die Waffe wiegt 840 Gramm mit einer Mündungsfeuerenergie von 0,75 Joule nach Shop-Angabe. Natürlich kronen wir das später noch nach. Der Ersteindruck der Waffe finde ich durchaus positiv. Sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Nichtsdestotrotz natürlich ist es bei Toki Marui immer so ein Beigeschmack, dass die Waffe komplett aus Polymer besteht. Natürlich nicht komplett. Einzelne Teile, wie beispielsweise die Slingaufnahme, sind aus Metall bzw. Stahl gefertigt. Macht aber der Waffe überhaupt nichts, weil gerade durch diese kleinen Stahlteile und das Magazin im hinteren Bereich hat man doch ordentlich Gewicht in der Hand. Was mir direkt positiv aufgefallen ist, als ich die Waffe in der Hand gehalten habe das erste Mal, ist, dass nichts klappert. Zumindest nichts klappert, was nicht klappern soll und sich nicht bewegen soll. Weiterhin, was mir durchaus positiv aufgefallen ist beim ersten Mal, ist, dass der Slide sich sehr schön und smooth bewegt. Also das ist wirklich ein Punkt, finde ich wirklich gut. Bevor wir jetzt die einzelnen Besonderheiten der Waffe durchsprechen, schauen wir uns jetzt erst nochmal kurz die Markings an. Hier vorne auf dem Slide eingeprägt steht Night Warrior Combat Custom. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen ranzuzoomen, dass man das vielleicht auch ordentlich sieht. Auf der anderen Seite ist auf dem Slide das kleine F im Fünfeck, die Importeur-Markings und die Kaliberangabe. Und zwar hier. Ich habe ein bisschen gesucht, muss ich zugeben, bis ich das tatsächlich gefunden habe. Auf dem Frame ist auch noch ein bisschen was eingraviert, und zwar Toki Marui Custom, Made in Japan. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier eine kleine Seriennummer ist. Auf dem Patronenauswurffenster 45er ACP. Und ich muss gestehen, hier vorne, die Seriennummer sagt mir leider gar nichts. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, dann packt es doch in die Kommentare. 45er ACP kenne ich. Das waren so im Großen die Sachen, die ich jetzt zu den Markings ansprechen möchte. Wir fangen jetzt also dann direkt mal mit den Besonderheiten an. Besonderheit 1 ist der texturierten Griffschalen. Finde ich als Größe auch sehr, sehr gut gewählt. Ich habe jetzt auch nicht die größten Hände. Bei mir passt es sehr, sehr gut. Vor allem gerade, was mir auch gut gefällt, ist hier im Vorderbereich das Stippling. Für mich ein schönes Schmankerl. Was mir weiterhin gut gefällt an der Waffe, ist, dass man die Rail abmachen kann. Natürlich sieht sie dann, ja, ich will jetzt nicht sagen langweiliger aus, aber normaler aus. Und was mir dadurch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die Wahl des Holsters mir einfacher fällt. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Ammomax Holstern. Ich habe eine Aufnahme dafür, für die Beinhalterung, und deswegen, ja, ist es meistens mal mir die Wahl. Wenn man jetzt die Rail dran haben möchte, muss man schon auf Kydex gehen oder eben auf dem Stoffholster, aber das sind so Sachen, das muss man für sich selber entscheiden. Was es natürlich auch noch gibt, Universalholster, da hat Shopgun auch einige im Shop. Und da werdet ihr auch sicherlich fündig. Für mich bei einem 1911er mittlerweile, ja, Standard ist die Handballsicherung. Erkläre ich euch kurz, was das ist. Handballensicherung ist, Handballen rein, könnt ihr abziehen. Handballen nicht rein, könnt ihr nicht abziehen. Wenn ihr jetzt die Hauptsicherung der Waffe reinmachen wollt, müsst ihr die Waffe vorher spannen
und dann könnt ihr die Sicherung reinnehmen und dann könnt ihr auch nicht abdrücken. Auch wenn ihr die Handballsicherung habt, geht nicht. Erst wieder die Sicherung raus, Handballsicherung gedrückt und dann schlägt die Waffe auch wieder ganz normal ab. Was ich jetzt eben hier gemacht habe, ihr könnt einmal die Waffe über den Hahn spannen und schlägt ab. Oder ihr könnt sie ganz klassisch durchladen und dann schlägt sie eben auch ab. Das sind so die Besonderheiten der Waffe, die ich gut finde. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn die Waffe leer geschossen ist, dass das Light hinten bleibt, ist es zumindest für meinen Daumen, ich hoffe, ihr seht das jetzt so, ist es zumindest für meinen Daumen relativ schwierig, die Waffe wieder, den Slide wieder nach vorne zu machen. Deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen die Waffe so, ja, seitlich nehmen und dann geht die Waffe auch wieder nach vorne. Ist ein kleiner Punkt, der mir persönlich nicht so gut gefällt, aber für Leute mit größeren Händen werden das sicherlich kein Problem haben. Ein Punkt, den ich jetzt gerade vergessen habe zu erwähnen, ist hier hinten die Slingaufnahme. Ich persönlich benutze sowas überhaupt nicht, weil, ja, habe ich ein gutes Holster, brauche ich meiner Meinung nach kein Slingyard, aber gut, das muss jeder selber wissen. Wir machen jetzt weiter mit dem Schusstest, damit ihr auch seht, wie die Waffe läuft, und wir machen auch einen kleinen Chrono-Test, wie schon eingangs erwähnt. Ein Schusstest läuft dieses Mal leider nur so ab, dass ihr seht, wie die Waffe zurückschlägt, wie die Waffe smooth läuft. Ein Schusstest insofern, dass wir jetzt auf irgendwelche Ziele schießen können, kann ich leider nicht anbieten zum aktuellen Stand, weil ich keine Halle bzw. auf dem Feld kann. Aber wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck verschaffen, wie die Waffe läuft. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Der Schlitten läuft sehr, sehr smooth und der Rückstoß ist trotzdem knackig. Die Chrono-Werte ist auch in Ordnung. 0,75 Joule ist die Chop-Angabe. Kann ich auch so unterschreiben. Der nächste Punkt ist mir persönlich sehr wichtig, weil es einfach aufgrund der Haltbarkeit so ein Thema ist, wenn man sich nicht darum relativ zeitnah kümmert, wenn man die Waffe bekommt. Dazu müssen wir den oberen Slide einmal abnehmen. Das geht wie folgt. Einmal komplett durchladen und dann ist hier in diesem Bereich eine kleine Kerbe und das muss damit übereinstimmen. Sprich, man geht jetzt nach vorne. Na, so. Es kann sein, dass die Waffe sich jetzt ein bisschen verschoben hat und er direkt rausgeht. Das ist immer so ein kleiner Punkt. So. Zack. Und wunderbar. Ah, direkt schöne Macke reingemacht. Den Schlittenfanghebel tun wir mal beiseite. Den Frame tun wir mal beiseite. Und schauen uns erstmal den Slide an. Hier sind im Prinzip so die ganzen wichtigen Punkte. Das ist das Hop-Up. Hier sitzt das Nozzle mit dem Nozzle-Housing. Hier im Frame ist die Abzugseinheit. Und ja. Was mir wichtig ist, beziehungsweise worauf ihr achten solltet, wenn ihr die Waffe bekommt, dass sie gut geschmiert ist. Ich habe die Waffe bekommen und sie war eben nicht gut geschmiert. Man hat hier relativ zeitnah auch Abnutzungsspuren gesehen. Das ist auch bei einer GBB relativ normal. Dennoch war hier wirklich sehr, sehr wenig Fett drauf. Deswegen hier diese Punkte, wo überall der Slide drüber slidet, ein bisschen einfetten. Genauso wie hier oben am Slide, das Minimum wirklich ein bisschen befetten. Weil hier an das Nozzle und so weiter und so fort, an das Hopper, darf kein Fett rankommen, vor allem nicht da rein. Ich ziehe das jetzt gerade mal hier ein bisschen auseinander. Hier sitzt das Hopper-Gummi drin, weil wenn ihr Fett auf das Hopper-Gummi bekommt, dann wird die Kugel nicht mehr richtig gehoppt und das ist dann eigentlich schon rum. So, jetzt nehmen wir mal kurz eben einen kleinen Schraubenzieher. So, den Frame tun wir jetzt mal beiseite. Dann widmen wir uns jetzt mal dem Slide. Hier vorne den Spring Ride samt Feder raus. Dann seht ihr hier vorne das kleine Ding, das kann man einfach eindrücken. Dann kommt das auch noch nach unten.
Das brauchen wir auch jetzt gerade nicht. So, weiter geht's hier mit dieser kleinen Kappe. Die müsst ihr nach rechts drehen, bis es nicht mehr geht. In vielen Videos, wenn ihr euch mal im YouTube umschaut, ist es so, dass man das einfach abziehen kann. Das ist jetzt tatsächlich bei meiner auch mittlerweile möglich. Aber am Anfang war der relativ stramm drin. Ich habe das einfach so gelöst, indem ich einfach hier diesen ganzen Kram einmal nach vorne schiebe und rausziehe. So, den Slide können wir auch beiseite legen. Diese kleine Kappe auch. Das ist der Outer Barrel, wo eben auch am Patronenauspufffenster hier diese Kaliberangabe angezeigt wird. Raustun tut es im Prinzip so. Hier ist so diese kleine Einkerbung, ein bisschen in die Richtung drücken und dann kann man es einfach weiterziehen. Keine Angst, man muss natürlich ein bisschen behutsamer mit vorgehen, aber kaputt machen tut ihr damit eigentlich nichts. Das ist jetzt im Prinzip ein Teil des Herzstückes der ganzen Waffe, und zwar das Hop-Up und der Lauf. Um jetzt in das Hop-Up reinzuschauen zu können, müsst ihr hier diese zwei kleinen Schrauben lösen. Verniedlichen wollen wir ja nicht. So. Zack. Das ist im Prinzip so der ganze Zauber. Hier ist einmal ein Hop-Up-Gummi. Hier ist der Tensioner dazu. Der Tensioner drückt auf das Hop-Up-Gummi rein. Das ist hier offen, ein kleines Fenster. Und genau, und hier ist schon ein bisschen fett. Seht ihr mal. Drückt nämlich das, jetzt muss ich hier gerade eben mal kurz schauen, sorry. Man muss hier oben letztendlich diese Einkerbung finden, in dem Hop-Up-Gummi die Einkerbung finden und dann eigentlich nur draufziehen. Jetzt habe ich sie gerade nicht gefunden. Sekunde, jetzt muss ich gerade mal selber schauen, wo sie denn im Licht ist. Da, genau. Also so drauf, dann sitzt auch alles fest, das kann man nicht mehr verschieben und dann ist es. Und dann läuft das auch. Um das Teil jetzt wieder einsetzen zu können, also nur zum Verständnis, das ist dieses kleine Hop-Up-Einstellrad, was ihr draußen seht. Letzten Endes ist hier im Bereich weniger Material und hier mehr Material. Und je mehr ihr das dreht, desto mehr Hop-Up kriegt ihr, weil der Tensioner mehr rangezogen wird. Wir setzen das jetzt hier wieder zusammen. Hop-Up-Brettchen rein. Hop-Up-Gummi mit dieser kleinen Nase in den Schlitz. Na, bleibst du drin? Ja. Hier in den Schlitz rein. Dann den Tensioner. Na, hier wieder rein. Das ist etwas fummelig. Dann diese andere Seite von der Hop-Up-Kammer. So. Hier drauf. Dann rastet es ein. Wichtig ist, dass ihr jetzt aufpasst, dass wenn ihr das hier ganz locker zusammendrückt, also wirklich nicht irgendwie so feste, locker zusammendrückt, dass hier oben, ich hoffe, das sieht man jetzt oder meine Hand ist im Weg, dass hier oben kein großer Schlitz ist. So, das ist hier in Ordnung. Wenn er zu breit ist, dann rastet er, dann ist der Lauf nicht richtig eingerastet, weil, ich mache das gerade hier nochmal ab, hier sind solche kleinen Einkerbungen, die müssen da drinnen gut sitzen. Und dann hat man da auch kein Problem. So, genau. Dann nehmen wir uns wieder diese kleinen Schräubelchen. Okay, gut, Verniedlichung doch. Schräubelchen. Schrauben das gute Stück wieder rein. Achtung, nach fest kommt ab. Hier ganz wichtig nehmen, das sind wirklich nur ganz kleine Gewinde und ganz kleine Schrauben. So, und um letzten Endes die Waffe wieder zusammenzusetzen, Außenlauf genommen, Hop-Up-Unit und Lauf reingeschoben mit einem kleinen Klaps. Dann nehmt ihr den Frame, upsala, schmeißt fort, sehr robust, das bitte nicht machen. Hop-Up-Unit samt Außenlauf wieder reinschieben, dann könnt ihr den kleinen Schalter hier auch da reinmachen.
nur nicht ganz drauf vorschieben. Vorher kommt noch diese kleine Blende hier vor. Die Blende wieder rumdrehen. Dann könnt ihr den auch wieder nach vorne schieben. Feder rein, Spring Guard einsetzen und fertig ist das Thema. Hier noch draufsetzen, wie eben schon den Fanghebel nehmen, reindrücken und fertig. Dann einfach mal durchladen, ob es läuft, ob irgendwas hakt, ist hier nicht der Fall und wunderbar. Jetzt kommen wir zu meinem kleinen Vorfazit quasi. Ich halte mich mit Fazits zurück. Mit meinem Fazit zurück, so. Bevor ich die Waffe nicht einmal richtig gespielt habe, beziehungsweise ein paar Mal gespielt habe. Technisch haben wir uns die Waffe angeschaut, die Waffe läuft, hat vernünftige Chronowerte, den Cooldown haben wir uns auch angeschaut. Und von daher steht technisch ein gutem Spiel nichts im Wege. Dennoch werde ich noch ein kleines, in die Infobox einen kleinen Edit reinpacken und meine Erfahrungen da kurz schildern. Natürlich auch auf Instagram, gaba.airsoft, falls ihr mir noch nicht folgt. Da wird das Ganze auch nochmal niedergeschrieben werden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr mir ein Like und auch ein Follow da lasst. Und wenn ihr irgendwie was habt, was ich besser machen kann, was euch nicht gefallen hat, dann packt es einfach in die Kommentare und werde schauen, ob ich es umsetzen kann. Wie gesagt, vielen Dank und bis dann!